Ja, hallo meine lieben Freunde, das war, weiter geht es mit Total War Warhammer 3. Wir spielen immer noch Azak, den Vernichter, und wir sind immer noch im dritten War, diesmal gegen die Untoten, und die haben auch richtig was versammelt bei uns. Ja, das ist aber auch viel Schrott, so richtig viel Schrott. Ich frage mich, ob ich mit denen anlegen will oder einfach weiter Richtung meines Warziels marschieren möchte. Einfach an den Armeen genüsslich vorbei. Einfach komplett in die Heimat. So, wir haben jetzt hier die Schrotttürme, die knollige Klamm und den Splitterfelsen. Das ist eine Provinz, ja, das ist jetzt halt ein bisschen nicht so ganz perfekt auf meinem Weg. Ich überlege gar, Dinge niederzureißen, aber ich weiß es noch nicht so richtig, wie ich es mache. Ich kann euch natürlich auch diese riesige Schlacht gegen die Untoten zeigen. Wir selbst haben ja auch nochmal eine, naja, wie soll ich sagen, etwas geschwächte Wahrarmee da dabei. Und könnten eigentlich jetzt nochmal ordentlich Zombies verdreschen. Ich würde zu gerne wissen, was passiert, wenn ich die angreife. Und ich mache es einfach, denn der ist im Eilmarsch. Eine der beiden Armeen. Das heißt, sie müssen jetzt entsprechend kämpfen. Wir schauen mal, entscheidender Sieg steht dran. Gibt es Verluste auf unserer Seite? Die gibt es nicht. Ich mache es automatisch. Ich mache es tatsächlich automatisch, weil ich denke, dass, ja, die Verluste waren okay. Ja, ich habe keine Einheit ganz verloren. Sehr schön. Verlustverstärkungsrate 8%. Und ja, der eine muss sich jetzt hier zurückziehen, und zwar Richtung Splitterfelsen. Und wir haben einfach unser ganzes Einkommen mal verdoppelt hier. Mehrere Feinde im Kampf natürlich dadurch getötet. Noch eine Energiespruchrolle bekommen. Mensch, Pancake, wäre eine Riesenschlacht gewesen. Ich hätte sie jetzt nicht so unbedingt sehenswert gesehen. Glaub mir, es wäre einfach ein Runterzergen vom Gegnern. Wir hätten wahrscheinlich ein bisschen weniger verloren insgesamt. Auf der anderen Seite gab es auch ein, zwei Schwachstellen, vor denen ich mich ein bisschen gefürchtet habe. Ich habe drei Levels ab mit Azak. Wirklich? Stimmt das? Okay. Ja. Dann mache ich Spaltas nochmal besser. Level 49. Dann machst du von mir aus nochmal Wunschläger. Machst du nochmal Wunschläger. Okay, ah ja, und jetzt ist ja tatsächlich. Achso, das wurde schon angezeigt. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Okay, wir haben jetzt Level 49. Also wir sind ein Level kurz vorm Maximum. Ne? Just saying. Also, hier Wunschläger bitte weitermachen. Ausmaxen. Dankeschön. Und du hier bist aus irgendeinem Grund, also gefühlt ein bisschen langsamer, kann auch mit den Basisfähigkeiten zu tun haben, das die Jungs gehabt haben. Gucke ich jetzt mir aber nicht zwingend komplett nochmal an. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon in die Schrotttürme direkt rein. Ich denke, ja, ich denke, das können wir noch bringen. Ich könnte den verfolgen, mache ich nicht. Den nach Norden geflohenen. Ja, selbst wenn ich sie verliere, ist es mir egal. Die Trolle da unten habe ich gemeint. Nö, tue ich nicht. Wunderbar, plündern und besetzen. Einfach weil ich es kann. Das ist schon eine Gaudi hier so ein bisschen. Also so langsam wird es grotesk. Einmal zack, ich baue das sogar aus. Wie gesagt, das hat einfach mit der Verlustverstärkungsrate zu tun. Und ich bleibe diesmal eine Runde innerhalb der Stadt stehen. So mutig bin ich, weil ich sehe einfach nicht, wie die Untoten mich aufhalten wollen. Auf welche Art und Weise es denen gelingen soll, diese Armee von Azak jetzt noch zu stoppen. Und die ist noch nicht ausgemaxt. Wir haben noch Möglichkeiten, hier noch ein paar Einheiten besser hinzubekommen. Aber so wie sie performt, eigentlich jetzt bei den Gegnern bisher, hat sie jetzt nicht so viele Schwierigkeiten, meiner Meinung nach. Und da bin ich sehr zufrieden mit. So, wie das bis jetzt läuft mit denen. So, wir haben hier ja eine feindliche Karawane oder sowas. Karawane New Tau, die ist fast schon zerstört. Die bietet sich ja einfach als Opfer an, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, kann man so machen. Ich frage mich, was das für eine Karawane sein soll. Sie zieht weiter und hat Durst wahrscheinlich. Ja, Belohnung 30.943 in die Schatzkammer. Die haben ja einen unfassbaren Schatz mit sich geführt. Vielen Dank, Spiel, für diese Finanzspritze. Also manchmal, also Gelegenheiten muss man beim Schopf ergreifen, ne? Das ist halt einfach so. Habe ich, glaube ich, damit geschafft und auch gut geschafft. So, du hast Orks, du hast Goblins. Ja, was mache ich mit dir denn eigentlich noch? Tja, wenn ich das wüsste, ne? Gibt halt viele tolle Möglichkeiten, ne?
Hinterhaltleger. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Chris Hinnedruff, der kann das. Also wir sind wieder mal sehr reich. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir hier erfolgreich überfallen konnten. Und dann gehst du mal hier ins Plünderlager. Sehr schön, Skarsnik. So, Chris Hinnedruff. Du tust es ihm gleich. Und ihr reckt dabei ein bisschen. Das mit Fort Jakova ärgert mich massiv. Granitmassiv ärgert mich das. So, okay, das sind sozusagen drei Armeen, die ich hier habe. Hier kann ich nichts gegen tun. Schloss Tempelhof. Da sind die Zwerge. Wie sieht's aus? Ragnix War ist so gut wie geheilt. Das soll ein Witz sein. Ja, lauf weg, Flat. Der kämpft. Also besser gesagt, der opfert sich. Eine Führerschaft beim Kampf gegen Vampire. Okay. Hat Ragnik also auch geschafft. Macht sich ganz gut auf seiner Spinne. Nimm mal, komm zurück hier. Mhm. Der ist genau so geflohen. Doch, ich komme an ihn ran. Uff. Ich glaube, da gab es aber auch wirklich ein paar Verbesserungen im Spiel. Weil früher hast du das nicht geschafft, wenn da noch so ein kleines Stückchen übrig war. Sage ich euch gleich. Da war keine Chance. So, jetzt haben wir schon wieder Flat besiegt. Nochmal ein Level Up für unseren lieben Ragnik. Und was machen wir denn? Goblins besser. Irgendwas leveln wir da jetzt noch fröhlich. So, wie weit kommst du denn im Eilmarsch? Gar nirgendwo mehr hin, weil... Oh Mann. Es jetzt trotzdem so wäre, dass wir... Unfassbar. Auf der anderen Seite des Flusses sind aufgrund des Angriffes. Während des Angriffes haben wir den Fluss überquert. Anders kann ich es euch jetzt nicht erklären. Recken wir hier ein bisschen. Ich sehe es jetzt nicht so richtig, aber wir haben auch kaum was verloren, ne? 80% Hinterhaltschance. Geht das besser? Ne, sobald ich zucke, schlechter. Also dann bleib genau da stehen, wo du jetzt bist, Ragnik. Hat er gut gemacht. Schon wieder keine Schlacht hat er uns gezeigt, der Pancake. So viel Potenzial verschwendet. Was ich vor allen Dingen in der letzten Runde verschwendet habe, war Ocklock. Und was ich noch mehr bereue, ist dieser Backhafen-Test. Aber diesen Fehler mache ich halt nie wieder. Und ich hoffe, viele, die zugucken und es nicht wussten, machen diesen Fehler dann auch nicht. Aber naja, man soll ja angeblich aus seinen Fehlern lernen. Die Frage ist, was will ich denn zuerst zurückhaben? Das ist schon... eine ordentliche Truppe hier, aber die ist ganz schön geschwächt. Und Ocklock hat noch den ganzen War bei sich. Das ist so ein Einfalltor. Immer wieder können die da rüber marschieren. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, was ich mache. Auf der anderen Seite kann ich Rebellen bei mir im Gebiet einfach nicht tolerieren. War halt ärgerlich, weil wir halt jetzt eigentlich normalerweise dran oder drin stehen würden schon längst. So plündere ich die Region halt nochmal ein bisschen und mache so ein bisschen Kavallerie-Zeug, einfach weil wir es können. Ich denke mal, diese Arachnarok, die er in der Armee hat, die darf auch mal ein Upgrade kriegen. Kostet mich zwar 80, habe ich jetzt da einfach Bock drauf. Die bekommt auch noch ein bisschen Nahkampfabwehr. So, und die beiden Dudes, die könnten was bekommen, Schrotzeit oder längere Waffen. Die bekommen tatsächlich von mir jetzt mal so einen Schrotzsattel. Rüstung und Geschwindigkeit. Die sollen ein bisschen schneller sein als die anderen Dudes. So. So ein kleiner Wunsch von mir. So, was haben wir noch alles zu tun? Jo. Lino? Du musst zu deinem Meister.
Klausi haut sie. Es wird nicht leichter. Armee blockieren 43%. Wir versuchen's. Das war tatsächlich ein Erfolg. Das freut mich. Ja, Bechhafen ist ziemlich kaputt. Es ist unnötig, das auszubauen. Essen steht auch kurz vor der Eroberung. Egalo. Übrigens habt auch ihr fleißig mitgemacht bei dem Abstimmen bezüglich, was machen wir denn eigentlich als nächstes, ne? Und eins ist klar, so sagt es meine Community ganz deutlich, dass ich unbedingt die Vampire spielen soll. Da danke ich zunächst auf jeden Fall mal ja, für dieses Feedback, und es wird es dann auch geben. Und es ist jetzt eine Abstimmung am Laufen, ob das Heinrich Kemmler wird oder Isabella von Karstein. Jeder, der noch nicht mitgemacht hat, bitte mitmachen. Einmal im Discord, einmal von mir aus hier auch in den Kommentaren abstimmen, wen ihr da präferiert. Und entsprechend dessen wird es meine Entscheidung beeinflussen. Wann und ob das kommt, das steht noch in den Sternen, aber nur einfach so ein bisschen für euch so vorab als Info. Das wird kommen. Aber hier gibt es übrigens den Turm des Blutzahns, generiertes Einkommen 300, Baukosten für alle Gebäude in der lokalen Provinz und vampirische Korruption. Würde es aber erhöhen, macht nichts, das gleiche ich mit anderen Dingen wieder aus. Ne? Wie zum Beispiel Boss Hütte, die gibt nämlich minus 2 Korruption, so kann ich es direkt halt wieder ausgleichen. Das ist ja alles kein Problem. Das ist alles kein Hexenberg, Pancake, der war nicht gut. Ja, ich war auch nicht gut. Ja, Essen kann ich nicht machen. Das werde ich bitter bereuen. Das könnte ich überlegen, dem Gegner richtig schwierig zu machen, wenn ich mich später aus diesem Gebiet wieder zurückziehe. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich befestigen möchte. Das kann ich euch noch nicht sagen. Oh, hier, ja, auf jeden Fall, das will ich haben. Und das brauchst du auch. Jetzt haben wir das Geld, einfach die Gebäude hochzuziehen, ne? Die ganze Zeit ein bisschen so brach lagen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das kann man jetzt mal so tun. Das kann man jetzt einfach mal einfach komplett durchklickern und Dinge erhöhen, Rekrutierungsraten erhöhen und sowas von Helden und bla und Gedöns. Ne? Das ist ja klar. So, dann kriegt auch die Festung vom Vortag das eine. Hier mache ich tatsächlich nichts. Das lasse ich einfach sein. Wir haben aber eine neue Forschung verfügbar. Huch. Größere und bessere Bosse. Plus 5 Ränge beim Rekrutieren, also was natürlich schon Sinn macht. Ne? Gerade in späteren Stufen ist es ganz, ganz essentiell. Ne, das möchte ich nicht machen, Spiel. So, ich habe noch 25.956 Gold. Ich würde sagen, die Karawane plus die Kämpfe, die wir gerade eben haben, haben unseren Haushalt zunächst einmal saniert. Prost. Das nenne ich mal einen erfolgreichen Plünderzug. Versteht kein Mensch. Versteht kein Mensch. Nicht Angriffspakt beendet. Er hat seine 5 Siedlungen da oben. In seinem kleinen Gebirglein. Und will mit mir nicht Angriffspakt beenden. Wo ich auch noch in der Nähe bin mit Azak, der einfach mal komplett wie ein heißes Messer durch die Butter, durch die Untotenreihen von Helmangorst schnetzelt, dass ich sogar keine Lust habe, euch die Schlacht zu zeigen, weil es keine Schlacht ist. Weil es ein Abschlachten ist. Der Dreikland greift mich an. Mannhafte Niederlage gegen... Ja, die Artillerie halt vom Reiklangen. Was soll ich denn da dagegen werfen? Habe ich keine Lust, euch zu zeigen. Muss ich essen wieder. Muss ich Essen dem ergeben? Oh, sind das Verluste. Guckt euch das mal an, was meine verteidigende Garnison angerichtet hat. Also das ist völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Das könnt ihr die gar nicht schaffen. Ist immer beinahe gewonnen. Aber das war ein teurer Sieg fürs Imperium. Das ist schon okay so. Ja, das mach. Die, ja, tun jetzt Festung Oberstür sozusagen plündern und brandschatzen bis zum geht nicht mehr, die Zwerge hier. War der zweite Angriff, zweite Ausräumenmanöver. Ja, tut mir leid um die Bevölkerung der Vampire. Ich werde empfindlich, wenn es um unser Weltrandgebirge geht. Ne? Ja, Ragniks Hinterhalt wurde verhindert. Da bin ich ja wirklich empfindlich. Ne?
Essen haben wir verloren, Oberstür wurde ausgeraubt. Emil von Korden hat sich irgendwo versteckt, aber wir haben ihn entdeckt. Haha, Wortspiel. So, wie geht jetzt die Reise weiter? Ne? Das ist da Fragen. Ne? Schloss Drakenhof wartet nur so auf die Eroberung, aber ich muss halt auf die Gefahren entsprechend reagieren, die wir hier sehen, auch mit dem Imperium. Und ich spiele welches Spiel? Welches Spiel spiele ich? Ja, Schloss Drakenhof könnte schon mit einer Armee nochmal interessant werden. Entweder ich spiele Spiel A, ich schnapp mir den Imperator jetzt, also ich setze dem jetzt nach. Ich habe noch 10 Runden. Einfach nur besetzen. Und wie sieht es jetzt Mordheim aus? Toll. Kaputt. Einfach kaputt. So, Bechhafen. Kann ich nicht so einfach aus der Umklammerung der Kisleviten befreien. Du bleibst mal in der Stadt und reckst deine restlichen Trefferpunkte. Und dann schauen wir mal da oben rein. In das schöne Vitevo. Da ist die Gauburg Gegenoffensive übrigens, die in der Tat funktioniert. Chris Hinnedorf, Sieg über Kislev, sehr schön. Haltrang für Chris Hinnedorf. Ja, du machst dich richtig, von wegen, der kann nichts und so. Habe ich mich geirrt, hä? Übrigens, war wieder so, dass Kommentare ich abtauchen müsste, so dass ich sie gesehen habe und erst viel, viel später beantworten kann. An alle, die ich da später bedenke, auf irgendeine Art und Weise. Ärgert euch nicht, es liegt nicht an mir. Ich versuche wirklich jedes Kommentar, so gut ich kann, wenn es mir möglich ist und ich es sinnvoll erachte, auch zu beantworten. Das möchte ich euch wirklich nochmal ganz, ganz ernsthaft auf den Weg mitgeben. Ja, komm, zerschmettert sie schneller. Ist kein so schlechter Skill. Hm, du gehst schon mal hier raus. Stellen wir denen mal eine Falle. Weit komme ich natürlich auf diese Art und Weise nicht vor. Das ist klar. No higher power than I. Der hat mich an den Bösewicht gerade von der Stimme erinnert, von den Schlümpfen. So, der Spukwald. Der Spukwald ist nicht mehr weit weg. So viel steht fest. Na, hier zu plündern macht ja richtig Spaß. 10 Runden noch. Das schaffen wir locker. Ich weiß nur noch nicht, was ich mit dem Spukwald mache, weil ich hasse diese Gegend. Was muss ich ihn schaffen? Oder niedergerissen ist, werden die volksspezifische Trophäen belohnt. Oder niedergerissen. Mhm. Ich habe so eine kleine Tendenz, was ich mit denen mache. Könnt ihr euch kaum denken, was ich da vorhab, ne? Mhm. Wir plündern uns da langsam hoch zu Ratuk Krumm, der es gewagt hat, gegen uns einen Aufstand zu führen. Ehrenvoll lasse ich moschen. Hm?
Geht das? 78% kommt er noch dran. Also es ist echt verbessert worden. Früher hast du dann wegen so einem Incident es nicht mehr geschafft. Ich glaube, hier heißt es im Zweifel für den Angeklagten Erfolg. Ein weiterer untoter Tod. Es ist echt nice designed, gell? Ihr kommt mir jetzt auch nicht mehr so verwaschen vor wie ein paar, zwei, drei Folgen zuvor. Gefällt mir richtig. Also das Ding ist hier sowieso so geil mit dem Wildschwein-Turnierplatz. Also absolut cool. Ach, Klaus, die haut sie. Was machst denn du eigentlich? Wen haben wir hier nochmal? Ist wieder der, ne? Nochmal Armee blockieren wird nicht klappen, ne? Weil Cooldown und so. Ja, versuch's mal mit dem. Du hast immer noch 56%. Klasse. Mein lieber Mann, Klausi. Du bist nicht schlecht. Dann kriegst du auch noch gleich ein Level auf Armee blockieren, würde ich mal behaupten. Dass du das auch besser kannst. Und danke, dass ihr auch gesagt habt, es ist, Ben Cake, es ist kein Problem, wenn du im Gebäudemanager bist und da Sachen machst und überlegst. Also auch das muss ich ganz ehrlich zugeben, das hat mich gefreut, weil man macht sich halt natürlich, willst ja das Publikum auch unterhalten, ne? Und dann bist du halt da ewig im Siedlungsmanager drin. Aber da gebe ich euch recht natürlich, dass man halt sagt, okay, das ist halt einfach ein Spiel, wo du halt auch solche Sachen beachten musst. Das gehört halt zum Game dazu, ne? Das stimmt. Das stimmt. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Absolut nicht. Ja, armes Festung Oberstür. Die Zwerge, die können da halt jederzeit wieder auftauchen. Ich weiß echt nicht, was ich mit dem machen soll. Ich meine, ich habe schon Geld, aber es einfach so zum Fenster rauswerfen. Warum, ne? Ich werde es versuchen, es wieder aufzubauen. Aber das wird dann natürlich die KI anlocken. Das ist ganz klar. Silberpfeiler, das hätte ich schon gerne, dass das ausgebaut wird. Ja, Vitevo, Fort Jakoba. Ja, Vitevo ist jetzt noch gerade gut bestellt, ne? Könnte man riskieren. Ich riskiere es. Ich riskiere es, wieder aufzubauen. Ja, die haben alles wieder zerstört, diese Mistsäcke. Alles haben sie zerstört. Ich habe hier Sachen aufgebaut, vampirische Korruption weggeschafft. Und was machen die? Alles kaputt. Nee, da mache ich da einfach erstmal nichts. Da mache ich auch nichts. Und dann könnte ich sagen, beendet die Runde schon wieder. Das geht echt flott. Die Zeit in Warhammer, die geht so schnell rum, Leute. Muss halt auch abwägen. Zeige ich euch diese ewigen Schlachten gegen die anderen da oder nicht? Und mannhafte Niederlage. Mannhafte Niederlage. Die ist ausgegraut. Er macht einen Blitzschlag. Den hat er wahrscheinlich auf dem höchsten Level. Und ich will euch langweilige Schlachten nicht zeigen. Das da ist nicht langweilig. So, die Aufstellerei ist vorbei. Ohne jetzt ewig lange auf meine Taktik hin zu weisen, mache ich jetzt natürlich eine Sache, oder was heißt natürlich? Ich habe vor, ich habe die falsche Taste gedrückt. Das habe ich überhaupt nicht gewollt. Okay, irgendwie hängt es gerade, Entschuldigung. Und zwar habe ich vor, mit der ganzen Rasselbande hier den Hügel zu halten. Ich werde jetzt aber kein übertriebenes Corner-Camping machen. Mir geht es mehr darum, dass ich versuche, hier den Highground für mich zu nutzen. Also ein dummer Stratege tut das halt natürlich nicht, ne? Da wir aber ja nicht ganz bescheuert sind, nutzen wir natürlich das Gelände, was wir hier vorfinden. Und es war und ist so, der Gegner hat uns angegriffen und wir müssen den Teufel tun, uns hier irgendwie auf irgendeine Art und Weise blöd zu verhalten. Diese Derwische, die machen mir so ein bisschen Sorgen. Die haben auch so ein bisschen durchschaut, wo meine Kavallerie wohl steht. Die ich eigentlich im Geheimen um den Gegner herum lenken wollte. Und die hiermit entdeckt worden sind. Ja, die stehen mir doch noch ein bisschen zu weit im Wald drin. Irgendwie kann ich die nicht schieben. Irgendwas funktioniert da gerade nicht. Dann wollen wir mal schauen, wie sie gegen unsere Drolle performen hier auf der Flanke. Ich denke mal schlecht. Ach, guckt euch mal an, was die Trolle mit denen machen. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, die Trollarmee kommt, Leute. Definitiv kommt die.
Die Trolle kämpfen diesen Kampf jetzt gerade ganz alleine. Und jetzt kriegen sie Verstärkung. Okay, der tut weh. Kann ich aber nicht verhindern, Maki. Also kann ich echt nichts machen. Die Flanke gesichert durch Trolle. Und die Einheit ist platt. Und dann wollen wir uns gegen die nächsten Derwische. Und dann mit den nächsten Derwischen prügeln. Jede Keule, die da trifft, da zerquetscht einfach Reiter und Pferd. Und manchmal auch mehrere. Ja, da hat er jetzt den High Ground ein bisschen bekommen. Ich kann es ändern. Ich würde auch nicht ewig so lange da drin stehen. Ich muss gerade mal nochmal gucken, die Hügelverhältnisse. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir können so langsam mal in die Angriffsbefehle übergehen. Ich denke, wir haben als Ork lange genug rumgestanden und dann zugeguckt, wie die Trolle Spaß haben. Voll gemein. Andere wollen auch noch Spaß haben hier. Deswegen schicken wir die jetzt fröhlich, aber bestimmt ins Gefecht. Das Problem ist auch natürlich klar, wie man Kislev kennt. Sie sind sowie als auch gut, das heißt also im Nah-, aber auch im Fernkampf. Die sind da recht ausgewogen, starke Kämpfer. Muss man ganz ehrlich sagen, Kislev ist da ja einfach überlegen, was diese Art der Kampf- oder Kriegsführung angeht. Das muss man schon sagen. Und man darf sie da nicht unterschätzen, überhaupt nicht, null. Ganz wichtig da dagegen auch zu arbeiten, ne? Und nicht euch da zu preisschießen zu lassen. Gut, ist für die Profis, die hier zugucken, sowieso klar. Feuerstellen klingeln, des Dash. Eine Zarenwaffe mit Zweihandwaffen. Ja, gefährlich ist das schon. Ja, töte ihn. Katapult steht eigentlich sehr gut. Wird nicht erreicht, hat jetzt ein bisschen wirken können. Und wir haben die Derwische hier auf der Flanke vernichtet. So, das ist die Schwachstelle der Trolle. Ne? Die wurden jetzt gerade komplett zu Brei geschossen hier auf der Flanke. Nicht witzig. Überhaupt nicht witzig. Dafür sind sie nicht da, eigentlich. Ne? Das Manöver, volle Möhre hier. Dafür sind sie nicht da. Was denn da passiert? Warum stehen die dann? Irgendwas habe ich übersehen, bestimmt. Vermutlich einfach vergessen, Angriffsbefehl zu geben, ne? Komm, stell dich mal ein bisschen so rum auf. Mir egal, ob ich meine Elite-Wölfe verliere. Können die sich partiell tarnen oder irgend sowas? Oder sind meine Orks einfach wirklich komplett verblödet? Vor allen Dingen, wie lange halten die denn da durch? Oh, mein Arachnorok haben sie auch zerschossen. Das ist nicht gut. Performe nicht so wie von mir geplant. Himmel, das sieht ja gar nicht gut aus. Ich bin überrascht, wie schlecht meine Leute performen. Ist ja krass. Ich muss versuchen, den feindlichen Anführer irgendwie wegzubekommen. Was macht denen da eigentlich so Probleme? Das Level meines Kommandanten eventuell? I don't know. Ich habe auch gefühlt so ein bisschen, also so ein bisschen habe ich das Gefühl, meine Leute bleiben mehr stehen, als dass sie angreifen. Fakt ist, auch wenn du die hier in die Nahkämpfe verwickelst, sind sie immer noch sehr gute Nahkämpfer. Und das spürt man halt. Hier auch wieder ein Stehenbleiben, meine Einheiten.
Der Kampf ist nicht vorbei, ne? Ich habe jetzt kurz in die halbe Geschwindigkeit abgeändert, die ganze Kiste. Ja, der macht halt diese beiden Kavallerieeinheiten einfach fertig. Entschuldigung, ich kriege diesen scheiß Husten nicht weg. Ist echt hartnäckig dieses Mal. Der ganze Klabberadatsch. Feuerball da ab. Ah. Ja, das kam nicht an. So, jetzt charge den mal fröhlich, aber bestimmt da hinten rein. So, der kämpft jetzt gegen meine Trolle, die eigentlich recht stark sind. Und bekommt noch Verstärkung. Mal schauen, ob das reicht. Weiß man nicht. Die schieße ich endgültig zu Brei. Hier möchte ich, dass ihr bitte einschwenkt und dort drüben bleibt. Die Strelzi. Ich glaube, das Blatt hat sich gewendet. Ah, das war momentlang nicht so. Das müsste ihr den Rest geben. Also der Boar darf man nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Hier gelten beide Sachen. Die machen so ein paar Sachen, da muss ich echt lachen, ne? Gerade eben sehe ich halt, wie meine Fernkämpfer da voll in den Nahkampf reingehen. So, wir haben den Konstantilen da verwundet. Das ist das, was ich mir wünsche. Ja, keine Gnade. Zieh dich mal raus. Jetzt hat es verfolgt. Habe ich denn noch gute Einheiten, irgendwas zu verfolgen? Ja, die kriege ich nicht mehr. Auch nicht mehr. Ah, die da kriegen wir aber noch. Okay. Ja, die Verfolgung, die muss jetzt noch sein. Kennen wir mal nix. Aber schon insgesamt so eine Schlacht, die war interessant. Also gefordert wurden wir auf jeden Fall. Das ist jetzt auch keine Überarmee, die wir da jetzt aufgestellt haben. Das ist auch klar. Das, aber ich habe nicht dran geglaubt, dass ich verliere und ich bin froh, dass ich den Kampf gemacht habe. Es hat sich ja jetzt bestätigt, dass ich da nicht so ganz daneben gelegen bin. Hier verfolgen wir noch eine Einheit. Hier, ja. Hier wird noch jemand verfolgt und dann ist Gefecht beendet. Okay, die Verluste auf seiner Seite sind exorbitant. Das hat richtig wehgetan, würde ich mal behaupten. Jo. Wir waren mehr, aber nicht viel mehr. Wir waren, ja, eine bunt gemischte Truppe und haben da drüben, ja, wie heißt der eigentlich? Kosten, ne? Konstantin. Konstantin. Gott, was ein schwierig auszusprechender Name. Ordentlich eine verpasst. Aber die einen Trolle, ne? Die. Also völlig krasse Kiste, ne? Ihr habt es halt gesehen. Da frontal reinjagen, große Schwachstelle, ne? Da ist für die Trolle nichts mehr zu wollen, ne? Sie sind recht große Ziele. Werden also einfach getroffen. Und ja, die mögen das nicht so, wenn sie halt einfach durchsiebt werden, ne, mit Schrot. Also ich glaube, das mag keiner, ne. Also deswegen, und dann sind die Trolle eher so ein bisschen so, was mache ich hier eigentlich? Und statt wie ein Depp sich in den Tod zu stürzen, sind die Trolle im Grunde schlau, weil sie halt früh wegrennen. Kannst immer froh sein, wenn sie nicht deine eigenen Truppen aufessen, sich gegenseitig prügeln. Das sind so Sachen. Gibt es auch andere lustige Dinge, zu was Trolle in der Lage sind. Die Killzahlen immer wieder faszinierend zu sehen. Die Squeakhoppers, die waren echt gut mit 166 Kills, ne? Dafür, dass ich gesagt habe, oh, ich mag die Einheit nicht so. Wow, eine einzige Einheit ist noch entkommen. Das ist aber gemein. Ich hätte gern natürlich die Verlustverstärkungsrate, um schnell wieder auf Vordermann zu sein. Auf Vordergoblin? Wie sagt man denn da bei den Goblins? Die Orks würden sagen, damit ich wieder oberhart bin.
Na, was willst du denn? Einen Nap mit Clan Scryer für 1000 Geld. Das mache ich. Das, warum nicht? Skaven kann man ganz bestimmt super Verträge abschließen und den kann man auch ganz bestimmt ganz doll vertrauen. Die greifen jetzt Nagenhof an. Okay. Oh, das ist nervig. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Ich habe das jetzt nicht erkennen können. Krieg beigetreten? Nein, nein und nochmal nein, blutige Hand. Ich habe keinen Bock, jetzt noch mit irgendeinem weiteren Rad mich anlegen zu müssen. Willst du Frieden haben? Oh, nein. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Es ist schon arges Wasten von der KI, die Fraktion. Nein, nicht schon wieder in der Hexenberg. Come on. Oh, Mann, ey. Was ein Hin und Her. Ich habe damit auch kein Problem, ne? Es ist ein völlig krasses Let's Play. Ich hatte also aus meiner Sicht eine völlig krasse Partie, so rum. Weil so eine Art und Weise des Ping-Pongs hatte ich noch nie gehabt. Noch nie. Ermöglicht Flammenattacken, Glaubensbrecher. Cool. Führerschaft plus 6 in eigenem Territorium. Sehr geil. Zuchtmeister plus 1 in lokale Provinz. Das ist gut. Einen großen Höhlensquick hat Chris Hinne drauf bekommen. Da lasse ich ihn definitiv drauf sitzen. Nagenhof Ostmark, Siedlung verloren, Hexenberg, ja, ja. Schwert ist kein Ruth fürs Erste, wie auch immer. Lalala. Es interessiert mich nicht, wenn ihr Gebiet zurückerobert. Ich will nur zu meinem Wahrziel. Boah, das gibt mir 1000. Was haben die hier eigentlich für eine nette Garnison? Das ist ein Witz, oder? Ja, Untotenverteidigungsanlagen sind jetzt auch nicht immer so unbedingt das Niceste vom Nicen. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es Besseres. Wir gucken mal, dass wir noch versuchen, jetzt zum Ende dieser Runde zu kommen. Mal gucken. Aber man muss halt sagen, Chris hat richtig, richtig bluten müssen. So richtig. War auch nicht ganz... ganz fit, der Chris, das muss man auch dazu sagen. Jawollo! Schon wieder ein Erfolg. Und Chris scheint wohl fast an den dran zu kommen. Wir machen das jetzt anders. Wir veräppeln jetzt die KI mal ein bisschen. Also ich versuche KI-Tricks rauszuholen. Wir gehen jetzt tatsächlich hier mit Chris in die Stadt. Der jetzt hier natürlich auf seinem Squick durch die Gegend hopst. Das machen die Goblins auch so halt einfach wegen so Maßnahmen, die von der Arbeitsschutzbehörde kommen. Deswegen hoppeln die da durch die Gegend. Das ist wie so ein Bürojob halt für die, ne? Also die setzen sich da drauf, das ist wie so ein Dobsball. Das ist einfach nur gesundes Leben, ne? Imperium. Warum tust du das? Tschüss. Da kann ich nur noch einen Kopf schütteln. Imperator Karl Franz, also ganz billig besiegt. Ganz billig. Und wir bekommen dafür, wenn wir den besiegen, den Reichsham, Einheitenerfahrung plus 10% in der Armee des Kommandanten. Wir sind souveräner Angreifer mit Ragnik und wir haben des Gauners Scherbe bekommen. Ich habe schon länger nicht mehr nach den Gegenständen geschaut. Muss sagen, es nervt teilweise sogar richtig. Du willst gar nicht reingucken, das ist so viel immer rumgeklicker und gemache. Zerschmettert sie schneller, hätte ich gerne. Und dann holst uns zurück. Dankeschön. Und einfach nur besetzen, bitte. Meine arme, schöne Provinz, ne? Meine arme, schöne Provinz. Ich kann es immer noch nicht fassen, mit welcher Zerstörungswut hier die Imperiumsfraktion und andere mit unglaublicher Brutalität vorgehen und hier solche Dinge anrichten. Ich war es, der hier die Nörgelkorruption vertrieben hat aus diesen Landen. Und wie danken die mir das? Indem sie mit
ihre Gewalt propagierend bei mir hier einrücken und alles zerstören, was nicht nied- und nagelfest ist. Sowas ist alles andere als gut und angebracht. Beschwerde, rufe ich da laut. Beschwerde. Es ist so ärgerlich, dass ich mich so verteilen muss, um mein Reich zu halten. Aber ich habe nur ein zusätzliches Einkommen, nur von 3.141. Ich kann eine weitere Armee aufstellen. Oh ja, das könnte ich schon. Aber dann werden wahrscheinlich meine Kosten insgesamt maximal explodieren. Ich will mal ganz kurz schauen, was passiert, wenn ich in Zufbar sage. Okay, Zufbar ist jetzt vielleicht nicht der allerintelligenteste Ort, Bencake, so eine Armee nochmal aufzustellen. Aber in Karakrasiak. Wie sieht es denn aus, wenn ich mir einen Warboss hole? Ja, wenn dann will ich so einen Warboss. Pilzsüchtig? Ja, genau, den brauche ich nicht. Stratege? Wäre gar nicht so schlecht. Ja, aber ich will keinen so einen Großschaman, ne? Wenn ich den Strategen holen würde, würde das mich 1000 kosten. Der kostet 265. Und alleine die Armee würde fast schon 1000 kosten. Dann hätte ich kaum noch Einnahmen. Mir doch egal. Ja, ich habe es richtig kalkuliert. So, der hat jetzt ein paar Level-Ups gekriegt. Der kriegt nochmal... Er kriegt inspirierende Gegenwart. Der kriegt auch Klingenmeister. Alles tolle Level. Und kommt direkt mit einem Wildschwein rein. Den werde ich umbenennen. Ja, den werde ich umbenennen. So, Muscle. Toff. Da ist er wieder. Da. Troll. 3 Bar. Das wird jetzt durchaus, wie soll ich es höflich formulieren, interessant. Der kriegt jetzt einfach mal so eine Erstausstattung, die noch da irgendwie so rumliegt. Ohne viel oder lang zu überlegen. Also wir haben teilweise Sachen, die haben wir so oft bekommen. Aber ich würde sagen, Muscletoff hat schon mal ein gutes Starterpaket bekommen. Ich finde es schade, dass man die da nicht so ein bisschen drehen kann, die Dudes. Und dann geht es jetzt mal in die Rekrutierung. Und da werde ich es mir erlauben, dass wir möglichst viele Drolle bekommen. Mal schauen. Das wird sehr weird. So viel steht fest. So ein Trollregiment kostet mich jetzt 303. Wenn ich einen Steintroll haben will. Das ist schon ziemlich teuer. Ich musste es schon clever machen. Es soll schon irgendwie funktionieren mit den Trollen. Ne? Es soll funktionieren. Wenn ich noch eine ganze Riege Trolle mache, kostet mich 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Trolle. Standardrolle. Dann schauen wir mal, wohin uns diese Reise führt. Das wird interessant. Ist vielleicht nochmal ein bisschen spannender dann für euch, wenn ich das so mache. Das will ich jetzt auch noch wissen. Entscheidender Sieg. Mehr will ich nicht wissen. Ich habe keinen Bock gegen Tausende von Goblins. Gott, der hat den ganzen War geopfert da dafür. Aber ist okay. Einfach nur besetzen. Was ein Act hier. Wahrlich anstrengendst. Der arme Turm. Menschenskinder.
wenn man den nur einmal stehen lassen könnte. Es sollte eigentlich recht gut auch wieder da wachsen, ne? Sollte. Tja. Könnte am Anfang Doppelbelegung machen, sozusagen. Was Wachstum angeht, mache ich auch tatsächlich. Auch wegen der Verlustverstärkungsrate. Jetzt haben wir noch einen Held nicht bewegt. Ja, du schnappst dir mal die Armee und du attentötest. Ja, du attentötest die Franziska. Das hat mal nicht geklappt. War auch nur 31%. Das muss ich auch wirklich zugeben. Da gibt es bessere. Oh, Chris hat natürlich noch 2 Level-Ups bekommen. Hm. Du hast aber mehr Jungs, ne, dabei. Du hast mehr Jungs dabei. Mach die mal besser. Das heißt, haben sich die Jungs, die in deiner Truppe gekämpft haben, redlich verdient, behaupte ich. Wir haben noch vergessen. Oglock hat auch nochmal 1 Level abbekommen. Ja, dann mach mal die Jungs Maximum. Mhm. Locker hat er ein Level nochmal gekriegt. War ja klar. Ja, Nahkampfangriff, klar. Was überlege ich da so lange? Okay. Wo habe ich noch Erlasse verfügbar? Ja, das habe ich auch mal wieder zurückerobert, stimmt. Wahnsinn, wieder über eine Dreiviertelstunde Folge. Ich wollte einfach das so zu Ende spielen, auch wenn es eine Dreiviertelstunde ist. Ich habe mal wieder eine Schlacht dabei gehabt, die ich jetzt persönlich interessant fand, auch erkenntnisreich. Auf jeden Fall nicht so eine peinliche Nummer wie Beckhafen. Oder Bechhafen, Bechafen, ich kann es bis heute nicht aussprechen. Ne? Vielleicht ist ja unter euch ein Linguist, der mir das erklären kann, wie man diese Stadt hier korrekt ausspricht. Nein, ich gucke es nicht in Google nach, ich erwarte von euch Ergebnisse. So, etwas müde bin ich heute, das gebe ich zu. Trotzdem, mir hat es Spaß gemacht. Wenn es euch auch so ging, dann bitte Daumen hoch. Und nicht vergessen zu abonnieren. Wenn wir es schaffen, 300 Abonnenten zu haben, dann, ich verspreche es euch, ich weiß noch nicht wann, ja, aber dann gibt es auch mal wieder einen Livestream und da können wir uns mal dann entspannt auch mal eine gute Stunde zusammen im Spiel widmen, uns ein bisschen austauschen. Das findet natürlich dann abends zu später Stunde statt, vermutlich 20, 21 Uhr. Also nicht vergessen, haut drauf aufs Abo, ich freue mich mega drauf. Discord vorbeikommen. Auch da freue ich mich mega drüber. Aber jetzt reicht's. Ciao, ciao.